die Verteilung von Flüchtlingen auf der Grundlage von Einwohnerzahl im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, im Verhältnis zu den Arbeitslosen und den Flüchtlingen vor Ort. Wenn man alleine diese Kriterien, diese Parameter nehme und Ungarn zum Beispiel nehme an dem Verfahren teil, hätte Ungarn deutlich weniger Flüchtlinge im Land. Das heißt, am Ende hoffe ich, dass auf dieser Grundlage der Pragmatismus gegen die Ideologie siegt. Und Europa hat eigentlich so immer funktioniert. Ich hoffe, dass es diesmal auch so geht. Schönen Dank. Ja, weil ich bitte.